Hier ist Radio DDR angeschlossen, der Berliner Rundfunk und der Deutschlandsender. Wir übertragen Ihnen jetzt in einer Originalreportage den Start zur internationalen Radfernfahrt für den Frieden Warschau. Bitte melden. Hier ist Warschau, das Stadion des 10. Jahrestages an der Weichsel. Liebe Freunde zu Hause, wir sind unter 100.000 Zuschauern und im Kreis der internationalen Mannschaften dort wieder die Männer aus der Deutschen Demokratischen Republik. Und diese Friedensfahrt prägte Taefe Schur. Er nahm 12-mal teil, wurde 2-mal Gesamtsieger, 5-mal Mannschaftssieger, 9-mal Etappensieger. Das machte Taefe bekannt, bis heute, 50 Jahre nach seinen Erfolgen. Wo liegt dafür das Geheimnis? Ich will es auf einen Nenner bringen. In seinen Erfolgen natürlich, die hatten andere auch, olympische Erfolge, weltmeisterschaftliche Erfolge und so weiter, Friedensfahrterfolge, aber vor allen Dingen in seinem Menschsein. Taefe war immer ein bescheidener, zurückhaltender, ganz normaler Mensch und blieb es bis auf den heutigen Tag. Heirotsberge am Fuchsberg 39. Mensch, was steht ihr denn da draußen? Kommt doch rein, Leute. Innen die erste Überraschung. Auf dem Herd köchelt eine Suppe für uns. Du, es war mir noch und schmecken tut auch. Nicht am Koch. Auf dem Tisch Fotos und Erinnerungen aus harten Kindheitstagen. Der Krieg, die Nachkriegszeit, Hunger weißt du nicht haben. Angst gehabt haben im Krieg und die geschworen haben, Mensch, du willst mein anderer Mensch sein. Und das Wollen, das hatte ich mir immer so. Das habe ich von meinem Alten ein bisschen was gelernt, durch die Schufterei, das Schippen und dergleichen. Und ich wusste, dass man was schaffen kann. Und das hat auch dazu geführt, dass ich dann später mir nach und nach ein Rad zusammengebaut habe. Damit fuhr er in 6 Kilometer entfernte Körbelitz zur Ausbildung zum Maschinenmechaniker bei einem Privatkrauter. Er lernte Löten, Schweißen, Brunnenbohren und reparierte Fahr- und Motorräder. Wird einfach nie mehr sein.